Umgang mit Sprödheit anderer. Manche Menschen sind lockerer, manche sind humorvoller, manche sind offener, manche sind etwas spröder. Das ist okay. Wertschätze Menschen für das, was sie sind. Wenn jemand größere Sprödheit hat, ist er vielleicht auch etwas ernster, dann respektiere das. Es ist vermutlich auch klug, mit einem spröderen Menschen etwas ernsthafter zu sprechen. Manchmal kannst du ihn oder sie auch zum Lachen bringen. Manchmal ist es aber klüger, du versuchst dich etwas auf ihn einzustimmen. Vielleicht wird er oder sie anschließend sich etwas mehr auf dich einstimmen. Wenn du den spröden Menschen hänselst und aufziehst und lächerlich machst, das ist nicht schön. Sei mit den spröden Menschen freundlich und höflich und ab und zu mal kannst du auch ein bisschen lockerer sein. Wenn der andere sich respektiert und gewertschätzt fühlt, wird er auch eine Neigung haben, dich wertzuschätzen und wird mehr probieren, auch auf dich einzugehen. Liebe und Verständnis ist oft ein guter Ratschlag für Menschen zwischen und ihren zwischenmenschlichen Beziehungen.